wie wir eine volle Erwerbsminderungsrente ohne gerichtliches Verfahren durchsetzen konnten. Ein Fall aus der Praxis. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie sehen es, ich halte es in der Hand, das Deckblatt des Rentenbescheides. Ich darf Ihnen natürlich das so nicht zeigen, weil da natürlich vertrauliche Daten drauf sind. Aber hier ist der Rentenbescheid vom 29. Juli 2019 die erlösende Antwort für unsere Mandantin. Was ist passiert? Unsere Mandantin hat eine Erwerbsminderungsrente beantragt. Diese wurde durch die deutsche Rentenversicherung abgelehnt. Sie war sehr verzweifelt und hatte Zukunftsangst und suchte sich Rat und Hilfe und kam dann über rentenbescheid24.de auf uns. Wir haben das gesamte Verfahren für sie übernommen und haben gegen den Ablehnungsbescheid erst einmal Widerspruch eingelegt, um die Fristen zu wahren. Ganz wichtig, ein Monat Widerspruchsfrist, nicht vergessen. Parallel dazu haben wir Akteneinsicht beantragt und diese Akte auch bekommen. Nach der Einsicht in der Akte, in dieser Verwaltungsakte, haben wir festgestellt, dass die deutsche Rentenversicherung zulasten unserer Mandantin viele Daten und Fakten aus den medizinischen Befundberichten einfach ignoriert hat. Zumindest war das so unser Eindruck. Dann haben wir den Widerspruch schriftlich begründet und siehe da, die deutsche Rentenversicherung beauftragte eine Begutachtung. Nach ein paar Monaten, nachdem die Begutachtung erfolgte, wir haben unsere Mandantin natürlich selbstverständlich auf die Begutachtung auch gut vorbereitet, kam dann das Ergebnis des Gutachtens. Und dieses Gutachtenergebnis war sozusagen wie ein Faustschlag auf das Gesicht der deutschen Rentenversicherung. Denn das Gutachten bestätigte uns im vollen Umfange, unserer Mandantin konnte oder kann mit ihrer Leistungskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr als 3 Stunden arbeiten, und zwar aus medizinischen Gründen. Das heißt also, sie hat Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente, und zwar rückwirkend zum 01.09.2017. Der Rentenbescheid, der hier vor mir liegt, bestätigt das alles, und das kleine Bonbon für unsere Mandantin, die leider schwer krank ist, sie bekommt noch 29.913 Euro Rentennachzahlung von der deutschen Rentenversicherung für diese Zeit überwiesen. Natürlich abzüglich der anderen Sozialleistungssachen, die sie da bekommen hat, wie Arbeitslosengeld und Krankengeld. Für unsere Mandantin eine ganz große Freude und damit hat sich ihr Problem für die Zukunft erst einmal gelöst. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente und Rentenverfahren zur Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.